In dieser Woche reden wir über lustige Spiele mit Tierurin, Herr Newstimes konsequenter Umgang mit Kritik, das Leid der Content-Moderatoren und ultralativ beim Grimme Online Award. Aber fangen wir an mit Rebecca Wing. Die macht in ohne Instagram für 24 Stunden und 8 Tage lang Challenge. Keine Challenge, denn sie redet 13 werbeintensive Minuten nur darüber, wie sie ihren gesperrten Instagram-Account zurückbekommen hat. Spannend. Sarah Desideria fragt währenddessen, wer würde eher mit einer 12-Jährigen? Schwierig. Vielleicht das nächste Mal den Titel auf potenzielle Missverständnisse prüfen. Und was ist das? Mein Bruder fällt vom Pferd? Nö, tut er nicht. Aber sag mal, Bonnie, was ist los? Gar nichts. Sie hat nur eine Woche lang Pause gemacht, macht jetzt aber weiter. Bei Ray Fox werden währenddessen blind Getränke erraten. Und nein, auch wenn man im Video zunächst so tut, bevor man es auflöst, es wird dort kein Hundeurin getrunken. Auch das ist nur einfacher Clickbait. Und dann ist da noch die Sache mit Herrn Newstime. Das sage ich in letzter Zeit auch zu oft. Der wurde nämlich von den Space Frogs für seine journalistischen Fehler und fragwürdigen Aktionen kritisiert. Es geht unter anderem um seine inflationär ausgerufenen Zensurvorwürfe, sein Unverständnis, was Zitat und Urheberrecht angeht, seine Weiterleitung auf nicht jugendfreie Inhalte und nicht zuletzt seine News, die oft keine sind. Das ganze Video ist sowohl witzig als auch eine kurzweilige Zusammenfassung von den Dingen, die sich Herr Newstime allein in den letzten paar Monaten geleistet hat. Und der hat jetzt darauf reagiert und ist auf nur eine einzige Sache eingegangen, nämlich dass eine seiner Reden auf den Artikel 13 Demos so klang wie aus der Nazi-Zeit. Das Mikrofon war schlecht eingestellt und auf der Bühne hörte sich alles normal an. Gut, dann haben wir uns ja den wichtigsten Kritikpunkten gestellt. Stattdessen dann mal wieder vielleicht was richtig Gutes. In dieser Woche haben sich erstmals 3 Facebook-Content-Moderatoren zu Wort gemeldet und darüber berichtet, was sie in ihrem Job alles für Bilder und Videos zu sehen bekommen, um darüber zu entscheiden, ob sie auf Facebook veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Das ist ziemlich interessant, aber auch mindestens genauso frustrierend, weil das, was Moderatoren da sehen, sehr, sehr traumatisch sein kann. Und zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Ultralativ hat tatsächlich am Mittwoch den Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung gewonnen. Auch wenn wir nicht den Publikumspreis gewonnen haben, trotzdem danke an alle, die abgestimmt oder diesen Kanal überhaupt erst vorgeschlagen haben. Ultralativ ist wieder ein cooler Onkel, der dich mit zum Schrottplatz nimmt und dir zeigt, was man aus dem ganzen Haufen Müll noch brauchen könnte.